Was machen Sie noch neben der Schauspielerei? So eine Inklusionsveranstaltung. Also ich moderiere auch sehr gerne, also wie zum Beispiel an Inklusionsveranstaltungen und so. Und ja, da habe ich mal einmal mit dem Axel Schiel, da habe ich auch schon mal gemeinsam moderiert. Das war auch sehr schön, das hat mir auch mal viel Spaß gemacht. Da haben wir einmal, das hieß mal einmal Hessen feiert Inklusion und das war halt irgendwie auch ganz toll. Und da habe ich mal mit ihm gemeinsam moderiert und das hat mir halt auch viel Spaß gemacht. Da haben wir auch mal gemeinsam auch die Frauentagsshow, die Achterbahnshow auch zusammen moderiert. Ja, irgendwie hat auch viel Spaß gemacht. Ja, und halt auch so Inklusionsveranstaltungen. Ich habe dann halt auch sowas halt auch mal moderiert. Da war ich in Berlin, das war auch ganz toll. Da durfte ich dann eine inklusive Modenschau moderieren. Das hat mir auch viel Spaß gemacht, das war in Berlin. Und ja, das war eine, hatte ich schon gesagt, eine Modenschau. Und dann also durfte ich das Ganze moderieren. Und ja, und der Höhepunkt war ja dann, dass ich dann modeln durfte. Also ein richtig schönes Brautkleid, dass ich da modeln durfte, das war echt natürlich auch ganz toll. Und ja, da mache ich halt auch ganz viel. Und die ganzen Inklusionsveranstaltungen. Und ich nehme halt auch an Talkshows teil. Und halt auch an Podiumsdiskussionen. Genau. Und einmal die letzte Podiumsdiskussion, das war auch irgendwie halt auch ganz interessant. Da war halt auch das Thema, das ging auch über den Bluttest. Und das war auch ganz interessant. Ja, mit dem Bluttest, wo wir da mit dieser Podiumsdiskussion, das war irgendwie dann halt auch ganz interessant.